Menschen und zu welchen Wirklichkeitsvorstellungen tragen Menschen bei? Wie konstruieren Menschen Wirklichkeit? Und damit ist jetzt nicht gemeint, welche Wirklichkeiten konstruieren sie, sondern wie funktioniert das eigentlich intern? Also wie werden überhaupt Wirklichkeiten hergestellt? Und kann man das besser machen? Das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz verständlich, aber ihr werdet nachher sehen, dass ich Skizzen einer Lehre der Beobachtung von inadäquater Wirklichkeitskonstruktion mache. Und wenn Leute zum Beispiel Wirklichkeit immer polarisierend aufdröseln, dann ist in der Art und Weise, wie sie Wirklichkeit erzeugen, ein Muster drin, dass differenzierte und anschlussfähige Wirklichkeiten durch die Art der Konstruktionsprinzipien unmöglich macht. Und deswegen muss man Verfahren erfinden, wie ihre Art, Wirklichkeit zu kreieren, auch Gegenstand unserer Betrachtung und unserer Vorgehensweisen sein kann. Und das ist ein ganz eigenes Feld, das es bisher da überhaupt gar nicht gibt. Ist das verständlich? Ich wusste, dass das kommt. Ich dachte, mit dem Polarisieren habe ich ein Beispiel gegeben. Wenn jemand grundsätzlich, also Beispiel ist duales, kommt nachher auch noch, oder polares Denken, was ja eine Denktradition in unseren Kreisen ist. Man glaubt, es wird etwas klarer, wenn es scharf kontrastiert wird und als Gegenteil von etwas, was ganz im Unterschied dazu an die andere Seite des Pols geschoben wird. Also zum Beispiel eine Ich-Es-Orientierung, das Konzept kennst du ja, ganz extrem als Sachbezug im Unterschied zu diesem emotionalen Beziehungsrum-Gedönse, was dann ganz auf die andere Seite geschoben wird. Wenn jemand so denkt und sich auch so organisiert, hat das natürlich unendlich schwer, eine vernünftige Synthese von sachbezogenem Arbeiten und emotion- und beziehungsbezogenem Inszenieren dabei zu finden, weil immer wenn er darüber nachdenkt, um es deutlich zu kriegen, zieht er es wieder auseinander, anstatt dass er in einer Art und Weise darüber nachdenkt, wo es zusammengehören könnte und integrations- und anschlussfähig von der Architektur her gemacht werden kann. Und das ist eine Folge der Denkschemata und der Wirklichkeitskonstruktionsprinzipien. Das versuche ich jetzt auch eben ein Stück skizzenhaft zu entfalten, da kann man noch sehr, sehr viel entwickeln auf dem Gebiet. Aber wenn man lernt zu beobachten, wie Menschen im Prinzip Wirklichkeit gestalten, ganz unabhängig vom Thema auf, das hat oft mit Themen zu tun, dann findet man Fokusmöglichkeiten, ihnen zu zeigen, wie sie das anders machen können, die für unendlich viele Gebiete ihre Wirklichkeitskonstruktionstauglichkeit erheblich verbessern und ihnen ganz viele Folgeprobleme ersparen. Ja, und von daher auch so die Frage, gibt es eine Möglichkeit, die Merkmale von Wirklichkeitskonstruktion mal unabhängig von ihrem Inhalt zu identifizieren? Also Merkmal wäre jetzt in dem Beispiel chronisch polarisierte Wirklichkeitsbeschreibung. Eine Folie nach der anderen, dies versus dies. Gewinn versus Humanorientierung. Personalarbeit versus wirkliche Leistung. Und so. Und manche Menschen machen das ja ganz spontan, dass sie sich darin üben, statt oder und zu sagen. Sie geben sich einen kleinen Trigger, ein Stück aus dieser in unserer Bildungstradition sehr eingeschliffenen, dualisierenden bis polarisierenden Art auszusteigen und sich eher ein bisschen auf nicht entweder oder, sondern sowohl als auch zu programmieren. Und das andere ist dann nochmal, das habe ich ja in anderem Zusammenhang jetzt auch mehrfach schon gesagt, ein Stück die Entindividualisierung im Sinne von, das bin alles ich im Kontakt mit dir, was ich zu verantworten habe, sondern ein Bewusstsein dafür, ich bin Repräsentant einer Wirklichkeit, die größer ist, als ich das bin. Und es ist interessant zu beobachten, wie sich in mir Wirklichkeiten zeigen und anderen Wirklichkeiten, die durch andere Menschen repräsentiert werden, begegnen. Das schafft zum Beispiel die Voraussetzung, dass wir beide ein Bündnis machen können. Lass uns mal gucken,
was wir alles über unsere Wirklichkeit herausfinden, wenn wir uns begegnen, weil wir intuitiv nach ihr handeln. Wir haben aber keine Landkarte dafür. Aber wenn wir beobachten, was wir tun und an dem Kontrast lässt sich das dann erkennen, können wir auch eine Landkarte zeichnen von den unterschiedlichen Wirklichkeiten, die hier aufeinander prallen. Und dadurch können wir auch inhaltsmäßig uns was darüber ausdenken, wo wir uns annähern müssen, damit wir besser miteinander können. Also auch von diesem intuitiven zu einem bewussten Vorgehen kommen. Ich frage mich, wie das im interkulturellen Kontext ist. Könntest du da so einen Satz dazu sagen? Ich habe so an China gedacht zum Beispiel. Ja, also generell gilt es ja mit dem interkulturellen, meist denkt man dann an Nationalkulturen oder Religionskulturen oder sonst was. Wir haben ja dieses Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Wir sagen, dass eigentlich bei sehr vielen Kommunikationen heute sich Kulturen sowieso begegnen. Das kann chinesische Kultur, europäische Kultur sein. Das kann aber im Unternehmen auch Ingenieurkultur und Kaufmannskultur sein. Das heißt, wir betrachten eigentlich alle Kommunikation unter dem Gesichtspunkt der Kulturbegegnung. Und erst in der bewussten Begegnung wird uns bewusst, was für eine Kultur wir bereits entwickelt haben. Deswegen, weil erst die, wie hat der Robert Ley gesagt, die Begegnung mit dem Andersartigen dynamisiert die Eigenart. Das heißt, ich kann mich erst natürlich in Begegnung richtig finden. Ein Fisch, der immer im Wasser ist, weiß nicht, was Wasser ist. Nur wenn er mal aus Versehen raushüpft oder rausgezogen wird, dann merkt er, es gibt ja auch noch was anderes. Dann taucht er wieder ein und zum ersten Mal erlebt er Wasser. Weil Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Bisher gab es den Unterschied nicht. Deswegen ist natürlich, wenn wir mit der Grundannahme, wir sind alle in einer Kultur, es gibt nur höchstens so ein bisschen Abweichlerei, dann haben wir ständig die Probleme zu erleiden, wenn wir darauf stoßen, dass das eine Illusion ist. Und das ist ja ein Versuch, die Perspektive umzudrehen, zu sagen, lass uns mal davon ausgehen, jeder lebt in seinem Universum. Wie kriegen wir es überhaupt hin, aufeinander bezogen, so uns zu verhalten, dass wir sogar manchmal glauben, wir wären in der gleichen Wirklichkeit wie der andere. Diese Dinge habe ich im ISB-Kompakt ausführlich dargestellt mit den entsprechenden Konzepten. Und da ringen ja auch die Szenen mit interkultureller Begegnung, die ringen ja ein bisschen darum, dass sie wegkommen von dieser Frage, wie tief muss man sich in Japan verbeugen und so. Weil diese ganzen, da ist es ja auch so, wie auch sonst, auf der Sachebene kann man das nicht alles lernen. Obwohl es natürlich nicht schlecht ist, wenn man auch ein paar Sachen weiß. Viel wichtiger ist eine Haltung, die einen lernfähig macht, wenn man einer anderen Kultur begegnet. Und dass man da eine Metakompetenz hat, damit gut umzugehen. Und nicht gleich Scheiterhaufen aufbaut. Ja, ich habe damit das ja gerade schon gemacht. Ich habe auf den Informationsbegriff des Systemischen verwiesen, Bateson. Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Wir haben vorher schon ein bisschen Bezug darauf genommen bei diesem Wirklichkeitsbegegnungsmodell. Also, ob es draußen regnet oder nicht, ist zunächst mal ein Datum. Nehmen wir mal an, es regnet. Für die Frage, was lege ich als nächste Folie auf, ist das kein Unterschied, der einen Unterschied macht, das ist schlicht ein Datum. Außer es tropft. Außer es tropft. Für die Frage, ob ich jetzt die Pause mache und euch schon rausschicke oder denke, es geht gleich vorbei, ich warte noch ein bisschen, da macht das einen Unterschied. Dann wird aus einem Datum eine Steuerinformation. Und ihr wisst es ja, die bei uns Weiterbildung gemacht haben, sowieso, wir versuchen immer, Situation in Steuerungsfragen zu übersetzen. Also wenn jemand mir ein Problem schildert, muss er nach einer Weile mit der Frage rechnen, und wie ist das ein Steuerungsproblem für dich? Weil unsere Aufgabe als Weiterbildner ist, Menschen zu helfen, ihre Steuerung intelligenter zu machen und nicht Anteil zu nehmen an ihren Erlebnissen. Das gehört in die Privatwelt. Das ist keine normalerweise, also schon natürlich in gewissem Rahmen, um Klima zu gestalten, aber sonst ist das nicht
Gegenstand einer professionellen und bezahlten Leistung, sondern da hätte ich ein paar andere Ansprüche noch dran. Aber gut, es gibt natürlich viele Bereiche, wo sowas gegen Geld reichlich gemacht wird, so wie es eben auch Liebe gegen Geld gibt. Da, ich sage auch nicht, dass das unbedingt schlecht ist, besser als man hat gar nichts. Aber ich persönlich würde das Geld gerne anders ausgeben und den Menschen die Befriedigung dieser Möglichkeiten in anderen Kontexten wünschen und auch ein Stück vielleicht notwendig machen. Gut, von daher ist völlig klar, dass unsere Wirklichkeitsbeschreibungen keine Weltbeschreibungen sind. Das haben ja die frühen Schulen gemacht. Die Psychoanalyse hat den Mensch jetzt als den von unbewusst von seinen Trieben bestimmten zu beschreiben versucht und das Ringen, wo es war, soll ich werden und so. Solche Art von Beschreibungen, obwohl ich natürlich Weltbilder und Meinungen habe und ethische Haltungen und so, das ist ja unverkennbar, aber ich meine nicht, ich orientiere mich professionell im Zweifel daran, dass ich eine pragmatische Figur, die professionelles Handeln nach unserem Verständnis besser machen kann, professionelle Steuerung besser machen kann. Also ob dann ein Konzept gut ist oder nicht gut ist, entscheidet sich, ob derjenige sich damit besser steuern kann oder nicht. Ob das letztlich theoretisch optimal ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Also eine sehr handlungsorientierte oder pragmatische Haltung. Wenn man das aber erstmal anerkennt, dass Wirklichkeitsbeschreibungen Instrumente sind, dann ist wirklich klar, dass jede wirkliche Arbeit in professionelle Arbeit etwas mit Selbstverständnis zu tun hat. Also deswegen spielt die professionelle Identität oder das Auseinandersetzung mit kultureller Identität eines Unternehmens oder der Position, die man dann einnimmt, eine große Rolle bei uns. Von daher versuchen wir immer, salopp gesagt, auch in den Rückspiegel zu schauen. Nicht nur, aber auch. Ja, und das habe ich, und sogenannte Diagnosen, das ist auch ein Wort, das mir eigentlich gefällt, das aber leider oft nicht mehr verstanden wird, was das wirklich meint. Wenn ich Differentialdiagnose dazu sage, wird es verständlich. Das heißt nämlich, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Eine andere Art von Diagnosen, wo die Ärzte sich lange unterhalten, was für eine Krankheit das genau ist, aber auf jeden Fall am Ende Haldol verschrieben wird, das sind keine Diagnosen, sondern das sind den Professionsgewohnheiten entsprechenden Etikettierungen, die eher rituellen Selbstbestätigungscharakter haben. Die sind keine Diagnosen. Und auch das ist in Ordnung, weil Selbstbestätigung ist eine gültige Art, mit Wirklichkeit umzugehen. Nur es ist keine Steuerungsinformation, keine spezifische. Dann das jetzt mal so zum Grundsätzlichen, dann gehe ich zu Byrne zurück. Ich lese das vielleicht jetzt was in ihn hinein, einmal um ihn zu würdigen und anderen, um mich eben als legitimen Nachfolger auch zu positionieren. Das ganze Denken von Byrne ist ja getragen von der Fragestellung, welche Wirklichkeiten schaffen die Menschen für ihr Leben durch Denken, Erleben und Handeln. Also er ist ja weg von diesem psychiatrischen Ansatz gewesen. Also die Etikettierung, Medikamente, Hospitalisierung. Sondern er, im Grunde hat er immer gesagt, man kann was machen, wenn man das Richtige macht, ist es gut. Die Menschen können ihr Leben verantworten, sie können erkennen. Da gibt es diese Metaphern bei Skript. Jemand, der skriptgebunden ist, ist wie jemand, der vor dem Lochkartenpiano sitzt und glaubt, er spielt und gar nicht merkt, dass die Melodie auf der Lochkarte abläuft. Und dass ein wichtiges menschliches Befreiungsziel ist, das zu merken, die Lochkarten auszubauen und selber spielen zu lernen. Und Skript ist von daher ja, birgt die Grundannahme, dass Wirklichkeit, und zwar gesamte Lebenswirklichkeit, für die, die über Erfahrung erworbene, konstruierte Wirklichkeitsbestimmung
wieder lebensbestimmend sind. Also nicht schicksalhaft im Sinne von, es passiert mir und es geht da nicht anders, sondern es ist passiert, ich habe daraus für mich verständlicherweise Schlussfolgerungen gezogen und jetzt ist meine Aufgabe, mich mit denen auseinanderzusetzen, damit ich nicht automatisch etwas ablebe, anstatt ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das hat sehr viel mit Ideen zu tun über das Leben. Und er glaubt ja auch durch seine Interventionsvorstellung, dass man durch gezielte Botschaften, zum Beispiel Erlaubnisse, da kommen wir noch drauf, emotional verankerte Ideen attackiert werden können und durch Gegenideen mit entsprechender emotionaler Neuverankerung ersetzt werden können, wodurch Weichenstellungen in der Lebens- und Wirklichkeitsgestaltung der Menschen möglich sind. Er hat sich, glaube auch Wiener oder einen anderen der frühen technisch orientierten Systemtheoretiker durchaus bezogen und hat angefangen, eigentlich in diesen Metaphern zu denken, aber die Zeit war noch nicht reif dafür. Er hat dann zur Illustration seiner Theorien dann doch eher biologische Metaphern rangezogen und dadurch ist das Ganze eigentlich von, er hat ja am Anfang sogar von den Systemen gesprochen, habe ich euch ja erläutert, aber dann ist das Ganze immer mehr über die biologischen Metaphern mehr in eine Art klassische naturwissenschaftlich ähnliche Konzeptbildung hineingegangen, aus der man dann auch schlecht wieder rausgekommen ist, weil die natürlich dem Denken der Zeit sehr entsprochen haben und von den Leuten sehr viel leichter aufgenommen wurden als manche meiner Definitionen, wo man auch wirklich da oben den Apparat anwerfen muss. Die Schwierigkeit ist, daran arbeite ich, eben für diese wirklichkeitskonstruktive Konzeptbildung illustrierende Metaphern zu finden, weil wir brauchen diese Metaphern, dass uns das bleibt. Eine trockene, richtige Definition lässt sich nichts, weil die hat nicht den Schmelz, den ich brauche, dass es mich organisiert in einer Steuerungssituation. Deswegen, da sind wir alle aufgerufen, viele gute Metaphern zu finden. Allerdings, auch Metaphern kann man nicht irgendwelche nehmen, die müssen die Architektur haben, dass sie das Gemeinde auch angemessen abbilden. Und da sind wir dann wieder in einem schwierigen Gebiet, dass mir genügend abstrakt klar ist, ob die Metapher überhaupt abbildet, worum es geht. Also das Problembeispiel mit der semipermeablen Membran habe ich euch ja schon vor Augen geführt, dass aus einer durch einen grafischen Kreis dargestellte Illustration einer logischen Kategorie sozusagen eine Haut geworden ist und man in dieser Metapher dann weitergedacht hat. Wobei das, was man damit beschreiben will, durchaus deswegen ein gültiges Phänomen ist. Das Problem ist nur, man kriegt eine Architektur von Phänomenen und Beschreibungen in den Kopf, mit der man dann irgendwann in der Sackgasse landet. Gerade neuerlich ist mir nochmal klar geworden, wie hilfreich dieser Satz ist, Information sind ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Ich habe das im Block 29 beschrieben, falls das jemand nochmal nachlesen will, entscheidende Unterschiede. Es ging um eine Bewerbungssituation und irgendwann habe ich nicht mehr so richtig hingehört, welche Standpunkte innerhalb der dargestellten Positionierungen, es ging um die Frage, wie man eine große Institution künftig führen sollte und so, welche Standpunkte jemand darin einnimmt, sondern wie beschreibt er dabei überhaupt die Institution? Na? Und da hatte ich die einen, die redeten nur von öffentlichem Auftritt und Präsentation und. Und da war mir klar, für den ist die Organisation, um es geht, ein Vermarktungsgegenstand. Und der wird möglicherweise, egal ob es gut oder schlecht macht, für mich ist ja die Frage, möchte ich jemanden, der so identitätsbildend ist für eine Organisation, möchte ich, dass der in einer Marketingwelt lebt, vorrangig. Und offenbar Fragen, wie derselbe Gegenstand auch noch ganz anders verstanden werden kann, immer im ersten Moment irritiert reagiert. Also zum Beispiel, welches bildungspolitische Konzept da dahinter steckt und so weiter, welches Menschenbild. Und dann nach einer Weile sagt, na ja, gut, man wird ja oft in der Öffentlichkeit
missverstanden. Deswegen ist sicher darauf zu achten, dass das Profil dieser Einrichtung in der Öffentlichkeit möglichst so rübergebracht wird, dass keine Missverständnisse entstehen. Also nicht vorhandene Beschreibungs... Der hat vielleicht intuitiv, ist das vielleicht ein Mensch, der sehr wohl diese Dinge alle hat, aber er ist nicht in der Lage, daraus eine programmatische Beschreibung zu machen. Und dann muss man sich fragen, ist das der richtige Kandidat für diese Institution? Während der Nächste von vornherein versichert, dass man natürlich so eine Institution nicht autoritär führen könnte, da müsste man doch mit vielen Menschen im Gespräch sein und klingt erstmal alles so sympathisch. Aber nach einer Weile war klar, dessen Fragestellungen drehen sich immer um das, was man jetzt informationstheoretisch die Leitdifferenz autoritärer Knochen oder relative Demokratisierung drehen. Und selbst wenn es ihm gelingt, in dieser Dimension nicht der autoritäre Knochen zu sein, der er in der letzten Institution angeblich gewesen ist, bleibt ja trotzdem die Frage, ist das die richtige Leitdifferenz? Ist das das Wichtigste, was uns beschäftigen sollte für die Entwicklung dieser Institution in die Zukunft? Und da wird aus dieser theoretischen Definition von Bateson, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, eine sehr pragmatische Beobachtungskategorie. Verfalle nicht da rein, die Standpunkte innerhalb bestimmter Wirklichkeitsbeschreibung zu bewerten, sondern guck dir die Wirklichkeitsbeschreibung an und ob das die Wirklichkeitsbeschreibungen sind, die überhaupt geeignet sind. Dass wir, wenn man dann sagt, die sind geeignet, darin natürlich auch einen die Standpunkte noch interessiert, will ich damit natürlich nicht in Abrede stellen. Ja, ich habe das vorher dann auch schon mal... Und die praktische Frage, in die ich das immer gekleidet habe, man fragt sich, was sind die Implikationen? Also was steckt mit drin, wenn jemand so denkt und sich organisiert? Und was sind, wenn man so denkt, die Konsequenzen? Also in Implikationen und Konsequenzen denken ist so eine etwas pragmatischere Art, das runterzubrechen. Und Organisationen sind Welten, in denen sich Professionen begegnen und jede Profession, das ist wie in der Evolution, jede Spezies versucht natürlich möglichst viel Raum einzunehmen und andere zu einem Austausch von lebenswichtigen Gütern zu möglichst guten Raten zu bewegen. So entstand die Marktwirtschaft. Und von daher muss man natürlich davon ausgehen, dass das erste Ziel jedes professionellen Engagements in einer Organisation ist, die Bedeutsamkeit der eigenen Profession weiterzuentwickeln und nicht dem Ganzen einen Dienst zu leisten. Zwar wird die Bedeutsamkeit der eigenen Profession damit begründet, dass es einen Bedarf gibt, den allen haben, aber das gilt natürlich nur, wenn die anderen das glauben. Das ist auch so eine kleine Spielerei, die uns helfen soll, nicht zu denken, es gibt uns, weil die Welt uns braucht, sondern zu denken, es gibt uns, weil in der Evolution eine Mutation stattgefunden hat, die uns hervorgebracht hat. Und nun versuchen wir, der Selektion auszuweichen. Indem wir in möglichst vielen Umwelten erfolgreich andere dazu bringen, zu glauben, wir wären wichtig, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass sie mit uns in einen Metabolismus, in einen Austausch von Gütern, die uns hilft, unsere Spezies, die zufällig entstanden ist, überleben zu machen, bringt. Ist ein bisschen eine andere Art von Denkweise. Ich hoffe, es kränkt hier niemanden. Das äußert sich manchmal in so flapsigen Bemerkungen, dass wenn ich allzu hilfseifrige und die Notwendigkeiten der Welt stillende Professionelle vor mir habe, dass ich denen erstmal sage, also wenn du, es gibt eine Instanz, die du glücklich machen solltest, das ist das Wichtigste, dann bist du schon ziemlich weit gekommen. Das bist du. Wenn es dir gelingt, es so zu machen, dass dabei andere auch was davon haben, das ist schon die höhere Kunst. Und das dreht es so ein bisschen rum, diese Argumentation, wegen dem, was ich dort bewirke, bin ich auf der Welt und wichtig. Und davon hängt mein Glück ab.
Ja, und das habe ich vorher schon gesagt, jede Begegnung mit einer fremden Kultur, das heißt das Finanzamt bei der Steuerprüfung oder die altvorderen Unternehmensberatung, die zum ersten Mal kurz nach Mauerfall die Marktwirtschaft dorthin bringen oder so, bedeutet eine Kulturinfektion. Und es ist gut, wenn man sich neben dem, was man glaubt, kriegen zu können, sich immer fragt, welche Kultur kauft man sich damit ein und verträgt die sich mit der eigenen. Es ist ja lustig, dass Dinge, die zum Beispiel im IT-Bereich ganz selbstverständlich ist, heute würde keiner weder hardware-mäßig noch software-mäßig sich IT einkaufen, ohne vorher zu prüfen, ob das was für eine Auswirkung das hat. Also die Zeiten, wo einem SAP-Berater, wie Sie manchmal selbst gesagt haben, Blei in die Adern gießen können, die gehen doch dem Ende zu. Dass dann nachher sozusagen das, was mir helfen soll, eigentlich bestimmt, wie ich leben kann. Aber es ist sicher weiterhin sehr sinnvoll, hier sehr wach zu sein. Und von daher, viele Manager, die wir manchmal schelten, weil sie das nicht haben wollen, was wir doch an Beglückendem in die Unternehmen reintragen können, die merken intuitiv irgendwie, dass selbst wenn sie daran was sympathisch finden, wenn sie das reinholen, das tut dem Ganzen so nicht unbedingt gut. Und zu Recht haben sie die Anforderung, und wir versuchen auch die Berater und Personaler immer darauf vorzubereiten, zu Recht haben sie die Anforderung, dass der andere ihnen klar macht, wie das integrierbar und verträglich ist und nicht nur, dass es auch ein paar Vorteile hat. Also die Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln, auch im Beraterbusiness, die müssen aufgelistet werden und darüber muss man sich erstmal selbst ehrlich Gedanken machen. Das heißt, man muss über Implikationen und Konsequenzen des eigenen Daseins sich sehr sorgfältig Gedanken machen, sonst ist man ja auch gar nicht auskunftsfähig. Ja, von daher ist Begegnung, die wir ja vorher so ganz persönlich genommen haben, immer auch Weltenbegegnung. Ich habe ja schon mal ein Beispiel gemacht, dass es auch Milieubegegnung ist. Es macht einen Unterschied, ob auf der anderen Seite jemand, der in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen ist, sitzt oder jemand, der sich aus dem Arbeitermilieu hochgearbeitet hat. Und es ist immer auch interessant zu gucken, in welchen Milieus welche Professionen bevorzugt zu Hause sind. Eine Spiegelumfrage von vor, ich weiß nicht, 10 Jahren hat ja aufgezeigt, dass außer Schrempf, der damals noch am Ruder war, alle anderen Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen aus entsprechenden Milieus stammen. Und das, ich habe einen Aufsatz darüber geschrieben, ein nicht beachteter Faktor oder so ähnlich findet ihr auf der Website. Wir werden es hier auch als Verweis in die Folie reintun, bitte aufschreiben. Macht klar, dass das weil Milieu, insbesondere mächtiges Milieu, natürlich sehr wirkt, die ganze Bildungsdiskussion zeigt es ja, wird nicht gern darüber geredet. Die Mächtigen reden nicht gern darüber, weil dann klar ist, dass sie Privilegien genießen, die andere einfach nicht haben. Und die, die nicht mächtig sind, aber gern mächtig werden wollen, reden nicht gern darüber, um die Kränkung zu vermeiden. Dass sie in einer Klasse sind, in der sie wenig Chancen haben, milieuübergreifend sich bewegen zu können und dass es da sehr wohl gläserne Decken und Wände in unserer Gesellschaft gibt, nicht nur im Bildungsbereich. Und das hat etwas damit zu tun, ich will das nicht anprangern als falsch, es hat etwas damit zu tun, dass gesellschaftliche Positionen auch etwas mit Seinsweisen zu tun haben, die man einatmet in dem Milieu, in dem man groß wird. Und wenn man da bestimmte Dinge nicht eingeatmet hat, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn man die Kompetenzen dazu alle erwirbt, dass man das sein kann, nicht besonders hoch. Und es wäre sehr gut, wenn wir lernen würden, jenseits dieser Minderwertigkeitsgefühle, die meisten Berater stammen aus einer bürgerlichen Mittelschicht. Und dann gibt es ein paar, die nennen sich dann Executive Coaches, die entweder sich mit Anstrengung auf diesen Bühnen bewegen oder die eben einen entsprechenden sozialen Hintergrund haben, der sich eben in diesen seelischen Bildern dann auch zeigt, dass sie da einfach mitspielen können. Also ich erinnere mich an die Klage, da waren 2 Berater bei mir, die zusammenarbeiten. Der eine sagt, ich bin der Beste, besser Ausgebildete, ich bin der Engagiertere, der Sorgfältige und so weiter. Und mein Kollege,
der hat schon irgendwas, was ich Charisma nennen würde. Wenn wir beide zusammen zu einem Vorstand gehen, dann sitzt der dem nach 5 Minuten auf dem Schoß. Und ob das fachlich richtig ist, was ich vortrage, interessiert dann gar nicht so arg. Und die verschiedenen Milieus haben verschiedene Spielregeln, verschiedene Werthaltigkeiten. Und die obersten Milieus sind in der Regel nach an Klassenerhalt und Machtsicherung orientiert und nicht an Fortschritt der Evolution. Ich sage das nicht für alle, aber man muss einfach damit rechnen. Während die aus dem sich arrivierenden bürgerlichen, etwas humanistisch angetörnten Mittelschichtbereich kommen, die meisten, die meinen, wenn ich gescheit bin, wenn ich menschlich bin, wenn ich was leiste, steht mir alles offen. Das ist auch die offizielle Ideologie, vom Tellerwäscher zum Millionär. Wäre ich vorsichtig. Das ist kränkend, aber es ist auch gut, weil man insgesamt sich klar werden muss, was man werden kann und was man nicht werden kann. Und dass man, was ich zum Beispiel mit meinem Freund Franz Inderst, hatte Diskussion, der sagt immer, Bernd, warum gehst du nicht zu den CEOs? Bei deinen Ideen, die du sagst, sage ich, Franz, weil die haben einen anderen Stahlgeruch. Es gelingt mir zwar, wenn ich mich anstrenge, mit denen was zu machen, aber es ist ein ständiger Mühsal, die ich damit habe, weil das ist nicht meine Welt. Aber ich habe doch dich, lass uns Freunde sein. Und so machen wir es dann auch. Und das hat er am Anfang nicht verstanden, weil er ganz selbstverständlich in dem Milieu ist. Und dann ist ihm klar geworden, das wäre für mich, also ich meine, ich habe auch durchaus immer mal wieder von Weltkonzernen Topmanager beraten, aber es ist nie ein Heimspiel geworden. Und ich bin auch froh, dass ich es wieder los bin. Und auch das gehört zur professionellen Entwicklung, dass man sich da versucht, richtig einzuordnen, um das Spektrum, was geht und was nicht geht und was man seelisch und von der Herkunft her ausfüllen kann, auch richtig auszuloten. Weil wenn man ewig auf der falschen Bühne unterwegs ist, dann kann man das mit Kompetenzsteigerung nicht kompensieren. Und das kann auch eine Quelle von Leiden sein. So, gehen wir mal kurz zurück auf die Grunddefinition des wirklichkeitskonstruktiven Ansatzes, habe ich ja gesagt, aus dem Cassexis Reader, also das ist der Sammelband, den die Schiffs damals herausgegeben haben. Da sind die alle zusammen in ein Wochenende gefahren und Markus hat das ja mit unserem Buch jetzt ja mit den Autoren auch gemacht, da ist eine kleine Werkstatt. Weil viele Menschen, die gute Arbeit machen, tun sich schwer, das vernünftig aufzuschreiben. Und da hilft es manchmal, die in Quarantäne zu bringen und ein Kraftfeld zu erzeugen, in dem sie gar nicht anders können als schreiben. Bei manchen hilft es auch. Also, dort ist beschrieben Bezugsrahmen als ein die Ich-Zustände umfassendes und deren Zusammenspiel organisierendes Metaprogramm. Habe ich vorher schon bei dem Kringel bemerkt. Und das macht darauf aufmerksam, dass wenn mit der Aktivierung von Ich-Zuständen oder Rollen, was wir ja immer versuchen gezielt zu machen, transaktionsanalytisch betrachten, uns klar sein muss, dass wir immer die Wirklichkeitsbilder, die zu diesem Bezugsrahmen gehören, mit aktivieren. Und das wollen wir auch. Das heißt, wenn da ein Mann und eine Frau zusammen über ein Projekt verhandeln und man merkt, dass der Mann von den etwas großzügig zur Verfügung gestellten erotischen Reizen besonders angetan ist und sie findet, dass es zwar schön ist, dass er anbeißt, aber dass er jetzt von so komischen Sachen redet, anstatt von dem Bezugsrahmen, weshalb sie eigentlich hergekommen ist, muss sie dann kompensatorisch einiges tun, um ihn in seiner CEO oder wie auch immer Auftraggeberrolle so intensiv zu aktivieren, dass er sein Interesse für das andere zumindest vorübergehend zurückstellen kann und erfolgreich den Bezugsrahmen einer vielleicht erfolgreichen Projektgestaltung aktiviert. Umgekehrt, das ist dann immer zirkulär, mit Bezugsrahmen, die eingebracht werden, werden auch bestimmte Ich-Zustände und deren Zusammenspiele aktiviert. Also wenn ich eine Mannschaftsversammlung mache,
und rede von Sparmaßnahmen, Kontrolle, Ende von Schlendrian und die Fußkranken müssen raus, schaffe ich einen Bezugsrahmen, der bei den Beteiligten entsprechende Ich-Zustände und deren Zusammenspiel weckt. Das muss mir einfach klar sein. Ich kann nicht nachher sagen, die benehmen sich ja wie ein Sauhaufen hier und jeder sieht zu, dass er irgendwie zu seinen Vorteilen kommt, ohne mir klarzumachen, dass ich erfolgreich einen Bezugsrahmen induziert habe, der diese Seiten dieser Menschen auch in den Vordergrund geholt hat. Und hätte ich einen anderen Bezugsrahmen geschaffen, hätte ich vielleicht ganz andere und sehr viel kompetentere und liebenswertere Menschen gehabt. Und es wäre viel effektiver gewesen, als wenn ich jeden von denen ein entsprechendes Coaching geschickt hätte. Bildlich gesprochen, damit wir den Bezugsrahmen nicht so eindimensional immer als ein Kringel um drei Kringel sehen, habe ich einfach mal diese Zeichnung gemacht, die zeigt, in wie viel vielschichtigen und vielfältigen Bezugsrahmen und Wirklichkeitsbildern wir uns bewegen. Unser Gehirn ist da ungeheuer leistungsfähig mit hunderte von Milliarden Gehirnzellen. An sich ist Komplexität für unser Gehirn überhaupt kein Problem. Sonst würden wir allein mit der Anzahl der Sinnesreize, die dauernd auf uns einströmen, nicht zurechtkommen, wenn wir nicht im Laufe der Zeit ungeheure Fähigkeiten entwickelt hätten, aus dieser totalen Überflutung trotzdem sinnvolle Gestalten rauszufiltern und die nebeneinander zu sortieren, dass wir in hohem komplexen Maße funktionsfähig sind. Das tun wir auch in Bezugsrahmen und Welten. Zeitweilig hat man ja gedacht, kleine Kinder sollten auf keinen Fall zwei Sprachen gleichzeitig lernen. Mittlerweile merkt man, dass das gar kein Problem ist, wenn man ein paar Sachen beachtet. Dass zum Beispiel die Unterschiede markiert sind und so weiter. Also soll einfach zeigen, wir leben in einer Welt vielfältig verschachtelter Bezugsrahmen. Und dazu muss man noch sagen, hier sieht es ja so aus, als wären die randscharf, weil wir so schöne Linien haben. Tatsächlich sind es aber irgendwelche Kleckse, die manchmal an Stellen dünner und an anderen Stellen dicker sind und haben durchaus nicht unbedingt eine sehr gut beschreibbare, klare geometrische Form. Das heißt, wir brauchen sehr viel. Es ist kein Wunder, wenn es oft nicht einfach ist, irgendeine Abbildung von Bezugsrahmen zu finden, mit der wir auch gut arbeiten können. Zumal Bezugsrahmen ständig am Changieren sind. Also wie, und da kommen wir dann nachher drauf, wir haben also beim Umgang mit Wirklichkeit das Problem, angemessene Dimensionen zu finden, dass obwohl das im Prinzip total überkomplex ist, trotzdem damit was machen können. Das habe ich eigentlich jetzt schon gesagt. Durch Transaktion wird Kultur gestaltet, Kultur aktiviert, Ich-Zustände und innere und äußere Zusammenspiele. Das so drastisch auch zu formulieren, soll auch klar machen, wie groß die Chancen sind, durch Kommunikation Kultur zu gestalten, wenn ich lerne, das gut zu tun. Und dass, wenn es schief läuft, ich damit rechnen muss, dass ich, ohne es zu merken, Weltbilder eingeführt habe, die solche Dinge ausgelöst haben, deren Folgen ich dann beklage. Habe auch schon mehrfach gesagt, das brauche ich jetzt nicht dauernd wiederholen, dass wichtig ist, darin nicht nur psychologische Phänomene zu sehen, sondern Hard Factors spielen auch eine Rolle. Wenn die Vertriebsleute ausschließlich danach bezahlt werden, wie viele Verträge unterschrieben werden und es keine Konsequenzen hat, wenn die interne Abteilung nicht lieferfähig ist, dann kann ich mit denen endlosen Seminar machen, achte auch auf deinen Mitverantwortlichen im Unternehmen, welchen Stress der hat, wenn der Kunde eigentlich nicht zufriedengestellt werden kann bei dem, was du verkaufst. Da wird dann oft, obwohl die Architektur, Wirklichkeitsbilder und Ich-Zustände und Motivationsgefüge und so weiter auf problematische Weise induziert versucht, mit Soft-Factors dann wieder auszubügeln. Das kann auch mal klappen, aber unter ökonomischen Gesichtspunkten muss man natürlich darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Also auch da, dass wir da bewusste Strategien der Kulturentwicklung aufbauen, und damit merkt ihr schon, da kommt jetzt ein anderer Begriff, der bei Wirklichkeit bei mir eine große Rolle spielt, nämlich der Kultur zunehmend mit rein.
Ja, also zu